Hallo und herzlich willkommen bei mir im Kanal. Ich mache wieder ein Testvideo. Diesmal teste ich die Panasonic HCV 210 gegen die Canon Lecrea HFR 406. Beide Camcorder treten in einem kleinen Test, meinem sogenannten Candlelight-Test, gegeneinander an und beide Camcorder müssen unter den gleichen Bedingungen in einem absolut dunklen Raum mit zwei Teelichtern als Beleuchtung klarkommen. Um das Video in voller Qualität und voller Länge sehen zu können, könnt ihr draufklicken, dann werdet ihr direkt weitergeleitet. Ansonsten werde ich jetzt in gewissen Abständen zum jeweiligen Video immer den Originalton freigeben, sodass ihr einen kleinen Überblick über diese Camcorder bekommt. Und nun viel Spaß, bis dann. Arg dicht dran. Und ja, ob euch das Gesehene gefällt, müsst ihr selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall die Canon Lecrea HFR 406 und auch die in diesem Jahr schon getesteten Sony-Modelle haben meiner Meinung nach einfach besser abgeschnitten als jetzt die Panasonic. Also das Bild ist wirklich recht gut, wenn ich das Feuerzeug dazu nehme. So ist es jetzt ein bisschen dunkel. Ich werde nochmal ranzoomen. Mal gucken, was dann passiert. So, das Ganze sieht recht dunkel aus. Und wenn ich aber hier von hier unten nochmal zusätzlich ein bisschen beleuchte, sieht man doch ein recht schönes, sauberes Bild. Also ich bin zumindest, was ich hier auf dem LCD... So, da bin ich wieder und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video einen kleinen Eindruck vermitteln, wie diese beiden Camcorder mit wenig Licht funktionieren und wie diese mit wenig Licht umgehen können. Gefilmt wurde in beiden Fällen natürlich im Automatikmodus, da wurde nichts manuell angepasst. Und wie gesagt, wenn ihr direkt auf die Videos klickt, gelangt ihr zu den Originalvideos, die ihr euch auch nochmal in Full HD, in voller Länge und natürlich mit dem Originalton ansehen und anhören könnt. Jetzt hoffe ich, guckt ihr auch nochmal bei mir im Kanal vorbei. Ich habe noch weitere Testvideos, weitere Camcorder und ja, wenn Fragen sind, ab damit in die Kommentare. Und das war's von mir, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!